Mein Name ist Arndt Griemert. Wir sind hier auf dem Schloss und Gut Wendlinghausen in der Nähe von Bielefeld, das ist in Ostwestfalen, und arbeiten in einem Biobetrieb mit 300 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Schwerpunkt ist Gemüsebau, Getreide. Wir haben Pastinaken, Möhren, Buschbohnen und Kichererbsen. Und wir setzen schwerpunktmäßig die Steketee-Hacke im Getreidebau ein. Einerseits im Frühjahr, um unsere lehmigen Böden aufzureißen und die Beikrautregulierung besser mit dem Striegel durchführen zu können. Wir setzen bei uns auf einen Trecker mit Parallelfahrsystem, weil wir im Grunde den Trecker schon recht ruhig durch die Reihe geführt haben. Allerdings ist diese Genauigkeit nicht ausreichend zum Hacken. Wir arbeiten da so in einem Bereich zwischen 5 und 10 cm. Deswegen brauchen wir noch eine Hacke mit Verschieberahmen, die im Grunde kamerageführt hinten an der Kulturreihe die Hackschare langführt und dann in einem Bereich von 1,5 bis 2 cm kommt an die Kulturreihe, um möglichst viel Beikraut wegzuhacken. Wir haben uns speziell für das Steketee-Kamerasystem entschieden, da wir im Grunde die Betreuung über den Online-Zugriff haben und wir dadurch immer einsatzsicher sind und bei Fragestellungen sofort den Ansprechpartner haben, der uns helfen kann. Der Vorteil bei der Steketee-Kamera ist auch, dass sie zwischen Beikraut und Kultur im Blatt unterscheiden kann. Sprich, eine Buschbohne ist im Blatt einer Melde sehr ähnlich optisch von dem Umrissen, aber ein Meldenblatt hat eine andere Grünfärbung. Und dementsprechend kann man die Kamera drauf kalibrieren und wir können dann auch bei stark verunkrauteten Reihen die Reihe wieder treffen. Bei den Hackscharen handelt es sich um übliche oder bekannterweise Gänsefußschare, die möglichst flach den Boden abschälen. Wir arbeiten so in einem 1 bis 2 cm Bereich, wo wir im Grunde die Wurzeln von dem Unterboden trennen, dass das Beikraut austrocknet und parallel wir noch ein bisschen durch den Erdfluss Erde in die Reihe häufeln, kann man schon sagen, und dementsprechend auch mal kleine Kräuter verschütten. Der Beweggrund für uns, zu Steketee zu gehen, war erstens die sehr gute Kameratechnik und zweitens auf jeden Fall der Händler, der uns geführt hat und auch mit Werkzeugen und allen drum und dran, was die Hacke braucht und was sie nicht braucht, sehr gut beraten hat. Und im Grunde auch das sehr gute Arbeitsergebnis.